So, jetzt sind wir beim Turnier angekommen. Heute spiele ich das nächste LK-Turnier und zwar beim TC Eintracht Dortmund. Gott sei Dank sind wir gerade noch durchgekommen, weil gleich spielt auch der BVB. Die Ordner waren schon da. Die haben uns Gott sei Dank noch durchgelassen. Gleich geht's weiter. Ich hoffe, ich kann heute ein paar Punkte holen, ein paar LK-Punkte. Irgendwie hatte ich diese Woche das Gefühl, dass ich nicht so gut am Ball bin, nicht so einen guten Touch habe. Irgendwie haben wir letzte Woche viel Tischtennis gespielt und da habe ich irgendwie die Schlagbewegung verändert oder so, ganz andere Schlagbewegungen drin gehabt. Aber mal gucken, wie es wird. Ich gebe mein Bestes und wir schauen mal. Jetzt stehen wir hier nach dem Dortmund-Spiel im Stau und warten, bis sie uns durchlassen. Die Ordner haben die Straße gesperrt. Und ja, erstes Spiel war erfolgreich. Ersten Satz 6-1, zweiten Satz habe ich 5-1 geführt. Oder 5-2. Hatte 4 Matchbälle, habe die alle verkackt. Danach habe ich einen richtigen Eisenarm bekommen und konnte dann Gott sei Dank 6-4 den Satz beenden. Das zweite Spiel musste ich dann direkt 20 Minuten hinterher spielen, weil irgendwie haben ein paar Leute abgesagt, dann wurde hin und her geschoben. Und dann habe ich endlich meinen Gegner bekommen, den ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, mit LK8. Hab mich mit ihm eingespielt und so. Ich dachte so, boah, Vorhand hat er voll den komischen Griff. Da kann ich ihn vielleicht draufhalten, da drüber gewinnen. Ich habe so gespielt und ersten Satz musste ich leider abgeben, habe zu viele Fehler gemacht. Und zwar 6-3, beziehungsweise 3-6. Im zweiten Satz lief es dann etwas besser, habe 3-1 geführt,
Der Kollege meinte auch, der hatte irgendwie einen Tennisarm, deswegen hat er bei 3-1 dann den Satz abgeschenkt und wollte in Match-Tiebreak gehen. Match-Tiebreak war eine richtig enge Kiste, also Punkt für Punkt, ich glaube 4-4, 5-5, 6-6. Und dann konnte ich mich endlich durchsetzen, habe dann 9-6 geführt, habe dann noch bis, ich glaube, ein Punkt habe ich noch verloren und dann 10-7 beendet. Und endlich habe ich meinen LK8, das heißt, ich muss jetzt Punkte sammeln, damit ich endlich LK9 bin nach dieser Saison. Endlich einstellig, das wäre mega cool. Jetzt bin ich natürlich dementsprechend platt, meine Beine tun sehr weh. Und ja, trotzdem glücklich darüber, dass ich es geschafft habe, den Sieg reinzuholen.